durch diesen wunderschönen Wald reisen wir nun. Und ja, gucken mal, was es hier Schönes gibt. Während ich hier reise, eins wollte ich noch ansprechen. Ja, ich hatte in der, das müsste jetzt schon in der letzten Folge gewesen sein. Wenn ich so schneide, hoffe ich mal. Also, ja, hatte ich angesprochen halt vorhin in der letzten Folge oder halt vorhin in der Aufnahme, dass ich ja in 4K das Ganze aufnehmen wollte. Also jetzt die Spiele ab 2000, so etwa ab Februar 2014, Mitte Februar vielleicht mal sehen. Das ist noch nicht ganz entschieden. Bin ich selber noch gespannt, wie ich mich da entscheiden werde. Was ich mich noch frage, ist, ob ich das auch mit den Festplatten hinbekomme. Also theoretisch habe ich mir überlegt, dass ich dafür einen RAID 5 nehmen sollte eigentlich. Das Problem ist bei RAID 5, dass du, ach guck mal, hier sind Beeren, die ich brauche. Das ist ja praktisch. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich schon 8 von 8. Also diese, Dings hier, Bums, bei RAID 5 ist es so, du hast praktisch 4 Festplatten und, oder 3 Festplatten zum Beispiel. Gehen wir mal von 3 aus. So, du hast, ich wollte es ja eigentlich mit 4 machen, na gut, ich gehe jetzt mal von 3 aus, ist einfacher zu erklären. Du hast also praktisch eine Festplatte für Daten, eine weitere Festplatte für Daten und eine Festplatte für Parität. So, das wäre jetzt aber RAID 4. Bei RAID 5 ist es ein bisschen anders. Da werden diese Paritätsdinger, diese Paritätsinformationen oder Paritätsdaten nicht auf einer einzigen Festplatte gespeichert, sondern die werden auf alle drei Festplatten verteilt. Also du hast praktisch einen Block auf Festplatte 1, nächsten Block auf Festplatte 2. Ich glaube, die sind dann immer 500 KB groß oder so. Nee, 500 Byte groß, diese Blöcke. Kann man, glaube ich, einstellen. Also du hast zum Beispiel, das werde ich auch noch mal im WoW-Let's Play erklären, allerdings falsch, weil ich da noch nicht richtig recherchiert habe. Oh Mann, da schäme ich mich schon wieder für, aber ich kann es auch nicht ändern, naja. Muss ich nochmal richtig stellen irgendwann. Mache ich jetzt schon mal im Voraus, weil das WoW-Dings, also weil die WoW-Aufnahme nochmal später erscheint, naja. Leuchtende Laternen. Willkommen im goldenen Wald. Die Laternen sind entzündet. Sehr gut, Tagador. Okay, das war der längste Text, den ich je vorgelesen habe. Ne, jetzt mal ernsthaft. Das war, glaube ich, der kürzeste, den ich je vorgelesen habe. Kann das sein? Ich kann mich an keinen kürzeren erinnern. Naja. Wo war ich? Achso. Also die... Du hast praktisch Folgendes. Du schreibst auf eine Festplatte... Du willst jetzt zwei Blöcke. Sagen wir mal, du willst 1000 Byte schreiben oder 1024 Byte. So. Hast du auf beiden Festplatten jeweils einen Block, der vollgeschrieben wird, und auf der dritten Festplatte, wobei es Zufall ist, auf welcher das landet, wird dann praktisch eine Paritätsinformation geschrieben, die sich aus diesen beiden Daten, die du auf die beiden anderen Festplatten raufschreibst, ergibt. Wodurch wiederum, also mit dieser Paritätsinformation kannst du halt, Wenn eine Festplatte ausfällt, wenn zum Beispiel Festplatte 1 ausfällt, du hast aber noch Festplatte 2 und Festplatte 3 und auf einer davon sind die Paritätsinformationen gespeichert, dann kannst du das mit Hilfe dieser beiden Daten wiederherstellen. Natürlich kannst du auch die Paritätsinformationen wiederherstellen, wenn die Platte gerade ausfällt, wo die Paritätsinformationen drauf sind. Das ist ja sowieso verteilt, von daher ist es ja sowieso egal, welche ausfällt. Ist ja auf jeder ist ja irgendwie alles drauf, auf jeder sind Paritätsinformationen drauf, außer am Anfang vielleicht. Jetzt rede ich erstmal hiermit nochmal. Was führt euch zu uns? Mit dem Meisterjäger. Meine Anerkennung, Tagador. Ich hege keinen Groll gegen diese Kreaturen, doch ihre Anwesenheit bedroht die Nahrungsquellen Lothlorians. Vielleicht werden sie in ihren rechtmäßigen Lebensraum zurückkehren und sich dort vermehren, wenn diese finstere Zeit vorbei ist. Die Galadrim werden eure Hilfe benötigen. Zeiten wie diese verlangen nach den Fertigkeiten eines Jägers, obwohl wir weniger die wilden Tiere, sondern die Diener des Feindes verfolgen müssen. Neuerdings gab es einige Berichte, dass Kundschafter des Feindes den Anduin überqueren, um einen unbewachten Eingang nach Lothlorien zu finden, da viele unserer Wachen gegenwärtig gen Westen gerichtet sind. Um die zornigen Heere aufzuhalten, die aus Moria kommen, wäre es uns eine beträchtliche Hilfe,
wenn ihr es auf euch nehmen könntet, von hier bis zur nördlichen Grenze des Waldes am Ufer des Anduin zu patrouillieren und dafür zu sorgen, dass nichts und niemand ungesehen durchkommt. Kehrt hierher zu mir zurück, wenn ihr eure Patrouille abgeschlossen habt. Okay, weiter im Text. Also du kannst praktisch, egal welche Festplatte ausfällt, du kannst die Daten wieder rekonstruieren mit diesen Paritätsinformationen. Und hast halt, anders als bei Raid 1, wo zum Beispiel die Daten einfach gespiegelt werden. Das heißt, du schreibst Daten drauf, die werden dann praktisch gleichzeitig auf zwei Festplatten geschrieben. Heißt, du schreibst jetzt irgendwie eine Zahl 364.000 oder so auf die Festplatte, dann ist die auf Festplatte 1 und auf Festplatte 2 an der gleichen Stelle. So. Ist natürlich ein bisschen doof, weil du brauchst das Doppelte an Speicher. Bei Raid 5 kann eine Festplatte ausfallen, aber du brauchst dafür, also eigentlich wie bei Raid 1, außer du kombinierst das noch mit Raid 0, dann können theoretisch sogar zwei Festplatten ausfallen, wenn du Glück hast und die richtigen ausfallen, sonst wenn du kein Glück hast, dann geht das nicht. Aber darf zumindest, also mindestens eine darf bei Raid 0 ausfallen, bei Raid 1 0, also Raid 0 ist praktisch, boah, jetzt erkläre ich hier die ganzen Raid-Level. Was mache ich denn hier auch? Wieso tue ich das? Ihr interessiert euch wahrscheinlich nicht. Ach, zum Patrouillieren muss ich einfach nur hingehen, verstehe. Ist auch sehr schön hier, muss man ja sagen. Man kann übrigens nicht über den Fluss rüberschwimmen, dann stirbt man. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Raid 0 ist, das wird abwechselnd auf, du hast zwei Festplatten und die Daten werden abwechselnd auf den Festplatten halt gespeichert, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das heißt, Block 1, Festplatte 1, Block 2, Festplatte 2, Block 3 wieder auf Festplatte 1, Block, was willst du denn hier? Signatur. Echse. So, Signatur.exe. Nein, möchte ich nicht ausführen. So, wo war ich stehen geblieben? Achso. Ja, Raid 1 nur ist praktisch eine Kombination aus diesen, also du hast, ich weiß gar nicht in welcher Reihenfolge. Ich glaube, es wird erst gespiegelt und dann, oder andersrum, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall eine Kombination aus beiden, brauchst du halt vier Festplatten dafür. Hast aber nur den Speicherplatz von zwei Festplatten im Endeffekt. Und bei Raid 0 hättest du bei vier Festplatten den Speicherplatz von drei Festplatten. Heißt also, wenn du 4 Terabyte Festplatten hast, bei Raid 1.0 hast du dann 8 Terabyte Speicherplatz und bei Raid 5 hast du immerhin 12 Terabyte. Und es ist im Prinzip genauso sicher. Also, sobald eine Festplatte ausfällt, musst du sie halt austauschen. Das dauert ein bisschen, um die Daten wieder zu rekonstruieren, aber an sich, wenn man nicht extrem viel Pech hat, sollte das eigentlich funktionieren. Es kann natürlich auch sein, dass während die Daten rekonstruiert werden, eine weitere Festplatte ausfällt, aber das ist doch recht unwahrscheinlich. Und für Leute, denen das noch zu unsicher ist, die können ja gerne noch mehr da, aber noch teurere Raid-Dings und was weiß ich da alles nehmen, aber das ist halt, also noch höhere Raid-Level und was weiß ich, da gibt es noch andere Alternativen, aber das ist leider alles zu teuer, das geht nicht. Das kann man sich nicht leisten als Normalsterblicher, denke ich mal. Was soll ich hier machen? Soll ich die töten? Wir sind Krebein. Ich töte die einfach mal. Ich vermute mal, dass ich das tun soll. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber Krebein gehören hier eigentlich nicht hin, denke ich mal. Ich meine, es ist Lothlorien. Da gehören wirklich keine Krebein hin. Krebein werden die ausgesprochen, glaube ich. Zurück zu Raid 5. Also, das Problem ist, der Onboard-Raid-Controller des Mainboards hat halt keinen extra Prozessor, um diese ganzen Paritätsinformationen auszulesen. Folglich müsste der Prozessor, also die ganz normale CPU halt vom PC müsste das halt das berechnen. Und da weiß ich nicht, ob die schnell genug ist, beziehungsweise wie performant das ist, wenn auch andere Dinge auf der CPU laufen. Das werde ich auf jeden Fall mal überprüfen müssen. Irgendwann. Notfalls kann ich immer noch statt Raid 5 Raid 1.0 nehmen. Aber das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Weil das vielleicht unter Umständen zu langsam ist für Aufnahmen in 4K, verdammt. Das kommt immer drauf an.
Also, es ist schwer zu sagen. Manchmal reicht es, manchmal nicht. Bei manchen Spielen sind die Aufnahmen so groß, dass es wahrscheinlich in 4K nicht reichen wird. Aber das werde ich dann sehen. So, wo war ich denn jetzt? Worüber wollte ich gerade noch reden? Ach so, ja. Werde ich mal gucken und dann hoffe ich mal, dass ich irgendwie, ja. Also, nee, ich hoffe nicht. Ich muss mir das auf jeden Fall nochmal überlegen. Und zwar ganz schön gründlich, ob ich wirklich in 4K aufnehmen will, weil das doch ein bisschen teurer ist. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind... Ich brauche ja auch noch, ich will gar nicht Preise nennen, sonst, denkt ihr wieder alle, ich habe zu viel Geld. was nicht der Fall ist, aber ich gebe es halt für Hardware aus und nicht für andere Dinge meistens. Tja, dafür spare ich gerne mal an so Sachen wie Kleidung. Da brauche ich nicht unbedingt die tollsten Markenklamotten. Was soll ich damit? Ja, ich sehe so schon toll aus, ja. Ich bin schon so schön, wenn ich einfach die dreckigsten Klamotten der Welt anhab. Ja, da brauche ich keine Markenklamotten, um schön auszusehen. Ja, ich bin einfach... Entschuldigung, dass ich da selbst gerade lachen muss. Das war natürlich nicht ernst gemeint, ne? Also, ihr wisst ja alle, ich bin der sexiest Man Alive. Ich habe hier, mir laufen die Frauen nur so hinterher. Das kennt ihr bestimmt selber nicht, aber ich sag euch, das ist richtig toll. Entschuldigung. Also, jetzt mal im Ernst. Brauche ich aber nicht. Habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis da, jetzt einen Pullover für 100 Euro zu kaufen. Da reicht auch einer für 30 oder so. Oder 40 oder 20. Weiß gar nicht, was die kosten. Ich kaufe sonst immer nur T-Shirts. Ich habe gar keinen Pullover. Naja. Friere ich im Winter immer, aber ist auch nicht so schlimm. Die Frage ist, wo sind denn da drüben? Champignons. Sind die da drüben? Ich komme da bloß nicht rauf. Komme ich da vielleicht so sogar an? Ich weiß das gar nicht. Das kann durchaus möglich sein. So wie ich das Spiel kenne. Nö. Mist, zu weit weg. Okay, das geht nicht. Ich muss erst drauf. Gut, schwimm schneller. Jetzt bin ich schon wieder am Schwimmen hier. Da sind noch mehr Champignons. Und da drüben auch. Ist ja praktisch. Hey. So, tja. Also das wären dann, insgesamt rechne ich mit etwa 3000 Euro für alle Sachen zusammen. Wenn man bedenkt, dass ich auch noch einen zweiten PC kaufen muss, zumindest einen zweiten Prozessor und ein Mainboard und ein bisschen RAM. Siehst du, den habe ich noch gar nicht mit einkalkuliert. Mist, der kostet ja auch noch mal was. Gut, da brauche ich eh nur 8 GB, aber, oder 4 eigentlich nur. 4 reichen sogar. Ja. Muss ich mal schauen. Der kostet auch noch mal ein bisschen was. Ich glaube, das sind dann aber bei 4 GB, glaube ich, um 30 Euro oder so. Ich weiß gerade, die RAM-Preise, da bin ich gerade nicht so drin. War ja sonst immer eher... Also, damals, als ich meinen PC hier aufgerüstet habe mit RAM, war der ziemlich billig. Aber da habe ich 120 Euro für 32 GB bezahlt. Inzwischen kosten... 16 GB schon 120 Euro und mehr. Und 32 GB dementsprechend 240 Euro, was doch zu viel ist. Naja, so. Und 4 GB dürften dann, warte mal, bei 30 Euro in etwa liegen, ne? Ja, irgendwie so. Muss ich mal gucken. Habe ich gar nicht mit eingerechnet, brauche ich natürlich auch noch. So, sollte aber nicht das Problem sein. Champignons haben wir jetzt. Ich soll im Kreis der Ältesten meditieren. Der Kreis der Ältesten ist da irgendwo da hinten. Okay. So, habe ich gleich alles fertig hier? Sieht ganz gut aus tatsächlich. Schauen wir mal. Hier soll ich irgendwo... Warte mal. Jetzt greift mich diese Echse hier an. Mann, Mann, Mann. Das ist bestimmt ein Virus, diese Echse. Ja. Ach, Ingolenzenkamera immer. So, hier, da siehst du Ingolenzenkamera. Naja, gut. Uah. Alter, ist das ein Mistviech. Jetzt verstehe ich auch, wieso die Leute sagen, soll man näher ranzoomen. Ich meine, bei so Kämpfen macht das schon irgendwie Sinn, oder? Ja. Aber wenn ich so durch die Landschaft laufe, ist halt blöd.
So, ich tue mal Folgendes. Ich meditiere mal. Ihr meditiert einige Zeit in Stille. Hallo Musik, da steht Stille. Das donnernde Tosen des nahen Wasserfalls macht das Entspannen zunächst schwierig, tritt jedoch bald in den Hintergrund. Wasserfall? Ach, da vorne ist der Wasserfall. Gut. Wie spät ist denn jetzt? Was, ich spiele schon wieder 35 Minuten? Das gibt's nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich heute aufnehmen wollte. Ich muss heute nämlich auch noch... Da habe ich irgendwie gar keine Lust zu im Moment. Ich weiß auch nicht, ich habe in letzter Zeit so viel aufgenommen, dass ich eigentlich kaum noch Lust habe, überhaupt noch irgendwas aufzunehmen. Am liebsten hätte ich jetzt einen Tag einfach mal frei. Aber ich muss so viel WoW vorproduzieren, dass es eigentlich gar nicht geht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass ich mal richtig ausschlafen kann. Das kann ich auch nicht. Diener des Feindes können die Grenzen Loriens nicht überschreiten. Es freut mich zu hören, dass das Ufer des Anduin frei ist. Solange keine Spione nach Lothlorien vordringen können, werden sie vor einer gewaltsamen Überquerung zurückschrecken, um nicht unseren Verteidigern zum Opfer zu fallen. Was sie in der Tat würden, sollten sie so töricht sein. Gut, es gibt noch eine Quest. Ach nee, das kann ich in 4 Stunden 13 Minuten nochmal machen. Das ist ja ein Traum. Wow, das möchte ich auf jeden Fall machen. Okay, das zählt nicht als Vorbereitung tatsächlich. Ich muss hier nochmal mit irgendwem sprechen. Wo denn da vorne ist? Huch, noch wer? Tatsächlich, Kreise der Stille. Ich grüße euch. Was führt euch nach Lorien? So, erzählt mir denn, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, als ihr über die uralten Herrlichkeiten Lothloriens meditiert habt? Oh, das hört sich aber merkwürdig an. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht, wie ich mich erinnere. Okay. Interessant. Ja, wo war ich denn? Was wollte ich noch erzählen? Ja. Weiß ich gerade nicht. Zweiten PC zum Encodieren? Nee, warte mal. Das hatte ich schon, ne? Der PC, den ich hier habe, der schafft das in 4K nämlich nicht. Deswegen, also er schafft es schon, aber nur 6 Videos am Tag, wenn ich durchgehend laufen lasse. Was ein bisschen wenig ist, deswegen wollte ich noch einen zweiten hinstellen, einen zweiten PC. Jetzt aber erstmal, wo ist denn, wo, mit wem soll ich hier, mit denen soll ich noch sprechen? Mögen die Sterne von Elbereth über euch wachen. Ah, Kyla, es gibt nichts Vergleichbares, nicht wahr? Ich glaube, keiner könnte sich jemals so satt essen an dem saftigen... Was ist los mit euch, Tagador? Warum verdreht ihr immer die Augen, wenn ich von Kylan spreche? Willkommen in Lorien. Dürfte ich euch einen Moment sprechen? Der Brief eines Narren. Vielleicht könntet ihr mir einen dezenten Gefallen erweisen, Tagador. Es gibt eine Frau, die ich an der Herrenrast hätte treffen sollen, nicht weit südwestlich der Tore von Karas Galadon. Aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich hatte gehofft, ihr könntet ihr diesen Brief von mir überbringen. Bitte vergebt mir, dass ich euch damit belästige. Wäre die Angelegenheit nicht so dringlich, würde ich das niemals tun. Ich muss nun weiterarbeiten. Sui leid, Randir. Ihr seid mit den nötigen Zutaten zurück. Und es bleibt wenig Zeit. Ich habe vor dem Festessen noch viel zu erledigen. Okay, keine Folgequest. Ich kann jetzt erstmal nach Imlat Lalai. Da muss ich nochmal mit irgendwem sprechen. Ach, das war hier, genau, die Festvorbereitung. Bankettvorbereitung. So, gut. Ja. Ach so, das Problem ist, dass ich in letzter Zeit schlecht schlafen kann. Einfach nur, weil der zweite PC, der jetzt aktuell dasteht zum Encodieren, das ist noch der ganz alte mit diesem komischen Lüfter, der dabei war in der Prozessorverpackung. Also Intel liefert da halt einen Lüfter mit immer. Nicht immer, aber meistens. Also bei einigen Prozessoren auf jeden Fall. Und der ist extrem laut. Also eigentlich geht's, aber ich kann ja nicht schlafen, weil der ziemlich direkt an der Couch steht, wo ich drauf penne. Was ein bisschen doof ist, naja. Maliriel. Sui leid, Randir. Tagador, ich bin erfreut. Ihr habt alle Vorbereitungen weniger anstrengend scheinen lassen und es mir erlaubt, mich ausschließlich den Komplizierten zu widmen. Was? Hey, ich habe die komplizierten Sachen gemacht. Ach, naja.
Bitte nehmt diese Belohnung an und mit ihr die wärmsten Empfehlungen Maliriels. Seid gegrüßt. Falls ihr einen Augenblick Zeit hättet, könnte ich eure Unterstützung gut gebrauchen.